Hallo und ganz herzlich willkommen zurück bei Let's Play Little Big Adventure 2. Beim letzten Mal haben wir das Fragment der Elitos gefunden im Palast des Kaisers. Und wir suchen immer noch die zwei anderen Fragmente, dass der... Moment, wie hießen sie nochmal? Muss ich gerade mal auf die Map schauen. Auf die Insel der Bifiden. Genau, das Fragment der Bifiden brauchen wir noch. Und das Fragment der Muscibinos. Wo ich keine Ahnung habe, wo das sein könnte. Das Fragment der Bifiden wird da wahrscheinlich irgendwo verbuddelt sein. Zumindest laut den Einwohnern da auf dieser Insel. So, jetzt schießen wir erstmal die hier über den Haufen mit dem Laser. Zack. Ja, die haben eine gute Reichweite, das kann man nicht anders sagen. Aber es kommt nicht ganz so weit. Vielleicht können wir sie auch austricksen. Es laggt auch gerade wieder ein bisschen. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie jetzt schlimm. Also ich hoffe, bei euch lädt es nicht mehr als bei mir. Das wäre natürlich dann schlecht. So. Ich glaube, wir verpissen uns. Ja, knall deinen Kollegen ab. Sehr schön. Einfach mal direkt in den Rücken hauen. Backstab. Friendly Fire. Das ist super. So, oh, da sind ja noch mehr. Einfach mal runterspringen. Damit sind wir wahrscheinlich bald halb tot. Ja, ging eigentlich. Hat nicht mal so viel Schaden gemacht. So, die Frage ist, gibt es hier, waren wir schon drin, da war glaube ich nichts mehr. Zumindest ich kann mich jetzt an nichts erinnern, dass da noch wichtig wäre. Ha, war er hier auch schon da, früher? Guten Tag. Für 5 Slitos kann ich Sie schon fahren, wo wollen Sie denn hin? Auf das Eiland der Feste, auf das Eiland der Bifiden. Ich glaube, der ist ein bisschen günstiger als der andere. Das Eiland der Bifiden. Schauen wir mal. Boah, wir haben 250 Slitos. Ich hoffe, die brauchen wir irgendwann mal noch. So. Da sind wir auch schon. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal kurz mit den Dorfbewohnern reden. Vielleicht erfahren wir ja was Neues. Und dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. So, da ist noch eine Hacke. Die brauchen wir nicht. Unser Fragment suchen, habe ich meinen Kramladen in einen Schatzsucherladen umgewandelt. Wenn Sie mir was abkaufen wollen, stellen Sie sich hin und drücken Sie Aktion. Super, das wissen wir schon. Also die suchen das Fragment immer noch, anscheinend. Das ist gut zu wissen. Hat der sich gerade verwandelt? Der hat sie doch, sah doch vorher ein bisschen anders aus. Huh. Naja, egal. Waren wir hier schon drin? Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin, oder? Holger Brunnenschein, ja. Das war mein jüngerer Bruder. Er war hier Bürgermeister und somit verantwortlich für unser Fragment. Er hat das Ding immer irgendwo versteckt, ohne jemanden zu verraten, wo es war. Es macht mich ziemlich fertig, dass er von einem Gasmonster gefressen wurde. Und heute weiß niemand, wo dieses Fragment ist. Deswegen graben alle wie verrückt. Aber hat er sich denn keine Notizen gemacht? Glaub ich nicht. Und außerdem ist der Schrank abgeschlossen. Du weißt schon, der, den er mit lauter kleinen, ausgestopften Gasmonstern verziert hatte. Und ich hab den Schlüssel verloren. Also... Wieder jemand, der den Schlüssel verloren hat. So, aber irgendwas, irgendein Schrank ist mit lauter kleinen Gasmonstern verziert? Das könnte vielleicht ein Hinweis sein. Und er hat den Schlüssel verloren. Vielleicht können wir das ja irgendwie wiederfinden. Und ansonsten buddeln wir halt einfach die ganze Insel um. Mal sehen. Wo hat er denn nochmal gewohnt? Und warum ist diese komische Eule hier? Der muss man doch irgendwas machen können. Ein Säbel eins überbraten? Also die hält mehr aus als die Wachen des Kaisers. Sehr schön. Ne? Eine richtige kleine Kampfeule. Guten Tag. Ich bin mir sicher, dass unser Fragment hier vergraben ist. Es muss unter dem Gestrüpp versteckt sein. Schließlich hat es der Bürgermeister ja nicht im Feld sein buddeln können. Können wir dieses Gestrüpp wegballern? Nee. Huh. Stimmt, das ist ein guter Hinweis. Eigentlich kann er das nicht irgendwo bei felsigem Untergrund einbuddeln. Also müsste es hier irgendwo auf der Grünfläche sein. Können wir hier suchen?
Bringt nichts. Was steht hier? Sie sind im Dorf der Bifiden. Okay, ja, das ist auch nichts Neues. Das wussten wir schon. Waren wir hier schon drin? Ach, das ist der Kinder, die Kinderstube. Die wissen da wahrscheinlich nichts. Würde ich mal meinen. So, dann hier. Gehen wir nicht rein. Nee, das ist ein Hintereingang. Dann gehen wir hier rein. Das war die Taverne, glaube ich. Guten Tag. Ist besoffen. Oh ja, das ist ja nun mal was ganz Ernstes, nicht wahr? Das Fragment da, das muss man ja schon wiederfinden. Das ist wichtig, weil ohne Fragment keine Zeremonie und ohne Zeremonie kein Paradies, ne? Wahr? Ist mir doch alles egal. Ich hab schließlich meine Schönrebe. Na, wie wär's mit dem Gläschen? Ja, der weiß auch nichts Neues. Guten Tag. Und du? Wegen dieser Suche nach dem Fragment sind alle durchgeteilt. Und außerdem glaube ich die ganze Geschichte sowieso nicht. Ich bin mir sicher, dass Holger es zu Hause irgendwo hingepackt hat, bevor dieses Monster ihn verputzt hat. Naja, wenigstens belebt's das Geschäft. Ja, nochmal ein Hinweis auf sein Haus. Die Frage ist, welches ist sein Haus? Vielleicht müssen wir aber da sein Haus finden. Ansonsten, was ist denn mit dir? In diesem Dorf sind alle verrückt geworden. Jetzt ist sogar eine dumme Eule hierher gezogen. Hat sich einfach in eine Nische gesetzt und ist dort geblieben. Ja, ja. Können wir dich verprügeln? Das scheint es auch nicht so zu beeindrucken. Hier, der gräbt auch. Ich? Also, warum ich hier grabe? Na, weil es hier auch nicht schlechter ist als anderswo. Hier graben eh alle. Kann ich doch auch, oder? Und warum soll ich nicht hier graben? Das ist ein gutes Argument, da zu graben. Aber die Erklärung mit der Grünfläche find ich eigentlich doch nicht ganz so unlogisch. Aber wir schauen nochmal hier in den Häusern nach. Hat er hier gewohnt? Irgendwo muss er ja gewohnt haben. Guten Tag. Ausgehend von der Größe des Eilands, seiner geologischen Struktur und der Windrichtung, habe ich einen Trank bereitet, mit dem ich genau bestimmen kann, wo sich das Fragment befindet. Aber leider habe ich ihn verloren. Ihr seid auch alle ein bisschen ungeschickt. Ständig verliert ihr irgendwelche Schlüssel und Tränke und andere wichtige Gegenstände. Das gibt's doch gar nicht. Menschenskinder, passt doch mal ein bisschen auf eure Sachen auf. So, hier drüben war noch ein Haus, wo wir nicht drin reingegangen sind. Oh, hier ist nochmal eine Grünfläche. So eine Palme, was macht denn die hier? Hier war doch irgendwo noch ein Haus. War das nicht das hier? Wo wir von der anderen Seite irgendwie nicht reingekommen sind? Also hier sind jede Menge Grünflächen. Die werden wir auf jeden Fall nachher mal absuchen. Aber ich will zuerst in dieses Haus rein. Das ist irgendwie so zusammen. Vielleicht gehören diese beiden Häuserteile einfach nur zusammen. Hier. Mal das. Aber das hier muss doch auch einen Eingang haben irgendwo. Wo ist denn der? Das gibt's doch nicht. Vielleicht da im Norden? Vielleicht habe ich da nicht richtig geguckt. Ansonsten buddeln wir mal die ganzen Grünflächen um. Kommen wir hier hoch? Ne, da ist auch kein Eingang. So, unter einer Palme, das würde ja irgendwie noch Sinn ergeben. Ne. So, hier auf der anderen Seite vielleicht? Vielleicht? Ups. Auch nicht. Vielleicht müssen wir im Normalmodus sein. Ne. Wie sieht's denn hier aus? Auch nicht. Hier? Nein. Auch nicht. Hier drüben? Auch nicht. Nirgendwo hier ist es. Können wir hier rüber? So, ich will das nochmal probieren. Fast. Es müsste doch machbar sein. Ne. Okay, hier unten ist noch was. Kleiner Fetzen. Oh, da gräbt er tatsächlich.
besitzt jetzt das Schlüsselfragment der Bifiden. Oh, das war ja einfacher, als ich das gedacht habe. Das war ja dann doch nicht so gut versteckt. Okay. Dann. Die Insel der Feste. Was war denn hier nochmal? Da ist ein Pfeil. Müssen wir da die vier Schlüsselfragmente hinbringen? Oder... oder ist da vielleicht das vierte? Wenn man das so genau wüsste. Ich speichere mal, bevor ich irgendwie missbaue. Na gut, ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück auf die Insel der Moskibinos. Die ist ja unterhalb der Gaswolke. Das heißt, wir müssen da nochmal Juwelen sammeln. Aber so viel mehr fällt mir da auch nicht ein, was wir sonst noch machen können. Also wo, beziehungsweise wo das vierte Fragment sein könnte. Da gab es ja auch noch irgendwo oben, oberhalb gab es irgendwie so eine Kuppel auf der Insel der Moskibinos. Und wie wir da hinkommen, das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Aber vielleicht ist da ja was. Deswegen schauen wir da jetzt mal nach. Aber erstmal müssen wir hier wieder durch. Ist ein bisschen langer Weg. Vielleicht hätte ich, bevor ich das Eiland CX verlassen habe, vielleicht hätte ich da nochmal irgendwie runter können. Hätte runter können zu der Insel der Moskibinos. Vielleicht wäre das eine bessere Idee gewesen. So, ich habe natürlich jetzt wieder vergessen, wie wir hier schießen müssen. Aber ich glaube, auf jeder Seite war es einer. Weiß nur nicht mehr welcher. Probieren wir es mal so. Und dann auch auf der anderen Seite dasselbe. Na, das war kein guter Schuss. Na gut, wir können auch zuerst den anderen Typen wegmachen. Okay, das ist es nicht. Ne, im Moment waren es nicht die beiden inneren. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Oh, der ist aber auch schon unten. Ne, doch die beiden rechten. Dann hatte ich das doch richtig in der Erinnerung. Ups. Schnell. Jawoll. Okay. Ja, natürlich renne ich mal wieder in die Laterne rein. Die Perspektive ist teilweise auch wieder ein bisschen suboptimal. Also, können wir hier rund? Jawohl. Sehr schön. Da sind wir jetzt wieder auf der Insel mit dem komischen Fahrstuhl, wo uns das letzte Mal dieser Grobian erwartet hat und uns eins auf die Mütze geben wollte. So. Und rüberspringen. Wieder werden Sprachdateien geladen. Ja, das kennen wir schon. So. Und dann genau hier waren diese beiden Schalter. Da brauchen wir den Ball. Zack. Und jetzt schnell durch. Mist. Ah ja, stimmt, da war ja was. Da war ja was. Ich würde sagen, wir machen erstmal den hier platt. Ups. Wir sind fast tot. So ein Mist. Vielleicht sollte ich nochmal kurz ein bisschen die Tritonmuschel verwenden. So, machen wir 5 Herzchen. Das müsste ja erstmal reichen. So. Ja, das passt. Das reicht für den Moment. Und schnell nochmal den Schalter betätigen. Ups, das war der falsche. Und jetzt schnell durch. Jawohl. Sehr schön gemacht, Twinsen. So, das ist jetzt wieder die unangenehme Insel. Oh. Die mit den vielen Typen, die auf dem Weg sind. Und dementsprechend auch den vielen Gefahren. Und... ich speichere nochmal. Ich bin mir jetzt gerade mal überlegen, ob ich hier nochmal ein paar Juwelen sammeln soll. Ich glaube, das ist vielleicht nicht mal die schlechteste Idee. Ich denke, wir machen hier an dieser Stelle mal einen Break. Ich werde noch mal ein paar Juwelen sammeln und dann sehen wir uns auf der Insel der Moskibinos wieder. Ups. Ja, wir gehen noch kurz in die Mine rein, wenn ich denn hier vorbeikommen sollte an diesem Typen. Das hat mal geklappt. So, ich sehe nichts mehr. Sehr schön. Gut, dann werde ich hier an dieser Stelle einen Cut machen.
und sammle nochmal ein paar Juwelen und dann sehen wir uns dann gleich wieder auf der Insel der Moskibinos. Bis dann. Da sind wir wieder. Ich bin nicht auf der Insel der Moskibinos, sondern immer noch auf der Insel der Bleichlinge, weil ich was gesehen habe. Helfen Sie mir. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier liegt irgendjemand, der Hilfe braucht. Guten Tag. Pass auf, Twinson. Alle Soldaten suchen dich. Okay, können wir dich heilen mit der Tritonmuschel? Ich habe jetzt übrigens 7 Juwelen momentan. Das müsste erstmal reichen. Na? Das scheint ihn irgendwie nicht so zu beeindrucken. Oh, haben wir eins vergessen? So, das sind dann jeweils immer 5 Herzchen, die da rauskommen. Okay. Ja, anscheinend können wir hier nicht viel mehr machen. Oder sollen wir es nochmal probieren? Das muss doch irgendwie gehen. Der liegt doch nicht hier nicht umsonst im Sterben. Wir können doch nicht den hier nicht einfach zurücklassen. Jetzt hat er es gekriegt. Ah, jetzt steht er auch auf. Oh, vielen Dank. Ich hatte mich verletzt und konnte nicht mehr aufstehen. Wie kann ich dir helfen, um dir meinen Dank zu zeigen? Hier, nimm diesen Edelstein als Dank. Du hast ein Juwel aufgesammelt. Super, ein Juwel für 5 Herzchen aus unserer Tritonmuschel. Sehr schön. So, jetzt können wir auch wieder den Fährmann rufen und gehen auf die Insel der Moskibinos. So, das haben wir alles schon gehört. Müssen es uns nicht nochmal antun. Na, da kommt er auch schon. Speichern. Na komm, du Fährmann. Du bist aber auch langsam in deinem komischen Holzboot. Ja, ich hoffe, wir finden da was auf der Insel Moskibinos. Ansonsten, ich schaue nochmal ganz kurz auf die Map. Ist hier irgendwo noch ein Pfeil eingezeichnet? Nein. Ja, ich weiß nicht, wo wir sonst hin sollen. Ansonsten vielleicht oben auf der Insel der Feste noch. Über den Feuerozean will. Ja, das wissen wir. Auf die Insel der Moskibinos. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht beim Vulkan ist noch was, weil da waren ja auch noch ein paar Moskibinos, die sich da verschanzt haben. Da könnte vielleicht auch das Fragment sein, theoretisch. Aber ansonsten viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ich hoffe, wir finden jetzt hier was. So. Da sind natürlich die ganzen Soldaten wieder. Ich sammle jetzt auch die Edelsteine nochmal ein. Die hier rumliegen zumindest. Na, wo ist... Hier nicht der erste irgendwo? Hier drüben vielleicht irgendwo? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich dachte, hier war einer. Da war doch immer einer in der Ecke. Hier. Irgendwo. Hier hinten war auf jeden Fall einer, das weiß ich. Der ist weg. Und wie sollten wir von hier wegkommen, wenn wir denn keine... Wir könnten vielleicht oben wieder durch das Island CX verschwinden. Das wäre eine Möglichkeit. So. Oh. Wir haben noch 5 Kleeblätter. So, wir gehen jetzt hier wieder hoch. Aber ich will euch nochmal ganz kurz zeigen, was ich eigentlich vorhin gemeint habe mit dieser Kuppel. Vielleicht können wir irgendwie eine Totale haben von der Insel. Na? Vielleicht sieht man auf der Map ja ein bisschen mehr. Genau, da oben links ist irgendwas. So eine Hängebrücke mit... Keine Ahnung was, da ist irgendwas da oben. Und vielleicht ist da ja das letzte Fragment. Das würde irgendwie Sinn ergeben, wenn das irgendwie die Gemächer der Königin sind da oben zum Beispiel. Denn bisher waren wir ja nur auf dem... in dem Geheimgang. Und ansonsten gab es ja hier in der Höhle doch noch einiges, was wir wahrscheinlich noch nicht erforscht haben. Wir sind ja immer... eher so ein bisschen kurz einfach mal durchgerannt. Können wir hier hoch, bitte, Twinsen? Na? Jetzt aber. Sehr schön. Gut, aber hierdurch kämpfen wir uns dann in der nächsten Episode. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.